Moin, Flexdoc hier. Wenn es im Moment Neuheiten gibt, dann irgendwie nur im Tastaturbereich, weniger bei Gaming-Mäusen. Wir haben die Monskeek M1 V5 via ISO von Akkogear bekommen. Die Bezeichnung macht mich jetzt schon wahnsinnig. Die Idee hinter dieser Tastatur ist aber großartig. Wir haben uns für euch das Ganze mal angeschaut. Los geht's nach dem Intro. Die Monskeek M1 V5 via ISO wurde uns von Akku angeboten und obwohl sie keine Hall-Effekt-Tastatur ist, haben wir einem Review zugestimmt. Aber wie auch immer, dass wir die Tastatur kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben, tangiert unsere Meinung dazu nicht im geringsten und wie immer wurden uns keine Vorgaben gemacht, was wir zu tun, zu sagen, zu essen oder zu denken haben. Was ist denn nun aber der Umstand, der uns veranlasst hat, einem Review zuzustimmen? Schön, dass ihr fragt. Die Monskeek M1 V5 via ISO ist die Tastatur mit der wahrscheinlich sperrigsten Bezeichnung, soll aber gleichzeitig die einsteigerfreundlichste Modding-Tastatur auf dem Planeten sein. Und das ist sie. Ich habe mich aus Zeitgründen nie intensiv mit dem Modden von Tastaturen beschäftigt. Meine Modderei hat sich bisher auf Keycaps und maximal Switches tauschen beschränkt. Beides ist natürlich keine Raketenwissenschaft und auch für einen Dummbeutel wie mich einfach machbar. Mit Dämmmaterial und Stabis herumexperimentieren, um den perfekten Sound und das angenehmste Tippgefühl bei einer Tastatur zu erreichen, war mir bisher zu aufwendig. Es wird ja nicht beim ersten Versuch perfekt passen. Man wird ja eine ganze Weile herumprobieren müssen. Das ist ganz schön viel Arbeit und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der den Aufwand bisher gescheut hat. Und genau hier kommt die Monskeek M1 V5 via ISO ins Spiel, die ich ab jetzt nur noch M1 V5 nenne, weil ich mir sonst eine schwerwiegende Verletzung im Mundraum zuziehe. Die M1 V5 ist schraubenfrei und lässt sich ganz einfach ohne Schrauben zu lösen öffnen und die Innereien anpassen. Man zieht einfach den Knopf oben rechts ab und kann dann mühelos das Oberteil der Tastatur abheben. Gehalten wird das Oberteil durch ein sogenanntes Kugelschnappersystem, in das die Oberschale einfach eingeklippt ist und sich an vier Stellen befindet. Erstaunlicherweise ist die M1 V5 von der Verarbeitung genauso robust wie beispielsweise unsere andere Monskeek-Tastatur, die wir in einem unserer Testrechner nutzen. Auch von der Optik sieht sie auf den ersten Blick identisch aus, oder? Nicht ganz. Die Kugelschnappertechnik ermöglicht nämlich, dass die ganze Oberschale über den Boden gestülpt wird und somit keine Naht mehr zwischen Oberteil und Unterteil sichtbar ist. Das gibt dem Ganzen eine noch cleanere Optik. Ansonsten ist sie vom Layout und auch vom Gewicht her zu zum Beispiel Monskeek M1 WV3 identisch. Mit fast 2 Kilo Gewicht ist auch die M1 V5 keine Tastatur, die man mal ebenso im Handtäschchen mitnimmt. Auch ist sie sicher nicht die erste Wahl, um sie an zwei unterschiedlichen Rechnern wie zum Beispiel Mac und Windows-PC gleichzeitig zu nutzen, obwohl das geht. Man kann das Keyboard einfach über einen Schalter, ohne eine Software bemühen zu müssen, zwischen den Modi Mac kabellos, Windows mit Kabel und Windows kabellos umschalten. Da sich der Schalter hierfür aber unter der Caps Lock-Taste befindet, wird dies eher eine Sache sein, die man einmal macht, weil man eben einen Mac hat oder eben einen Windows-PC, nicht um ständig zwischen beiden zu wechseln. Kommen wir aber zurück zum Custom-Teil der Tastatur. Hat man die Oberschale ab, dann muss man noch drei Kabel lösen. Eines vom Akku, ein Datenkabel und ein Flachbandkabel für den Knopf. Einzige wirkliche Fummelei ist das Flachbandkabel für den Knopf. Aber das sind Flachbandkabel immer. Waren sie immer, sind sie und werden sie immer sein. Da machst du nix. Unter dem ganzen Blumquatsch sieht man dann die Akkus mit insgesamt 8000 mAh Kapazität. Der Zusammenbau ist dann das gleiche, nur rückwärts. Man klappt den schwarzen Teil der Buchse auf, führt das Flachbandkabel ein, möglichst richtig rum und dann klappt man den schwarzen Teil wieder zu. Das ist, wie gesagt, der einzig schwierige Teil für einen Grobmotoriker zumindest. Akku und Datenstecker sind selbsterklärend und werden einfach nur gesteckt, was für einen Stecker ja so die Hauptaufgabe ist. Also alles machbar. Man kann jetzt also hier so richtig mit Dämmmaterial rumexperimentieren. Die vorinstallierten Dämmmatten sind aus Boron. Als Laie hätte ich hier zwar auf Silikon getippt. Punkt für Wortspiel. Verstehst du? Auf Silikon getippt. Ne. Na egal. Jedenfalls klingt die M1 V5 schon out of the box richtig gut. Hörst du hier.
CPU-Stabilisatoren sind standardmäßig schon verbaut, es liegen aber noch zusätzlich PCB-Schraubstabis im Paket mit bei, alles halt sehr einsteigerfreundlich. Bei den Switches hat man bei der Bestellung die Wahl zwischen vier verschiedenen Switches. Die hier vorverbauten Akku-Piano-Switches sind die gleichen, die wir auch in unserer anderen Monskeek-Tastatur haben und sind sehr, sehr gut. Man kann die M1 V5 aber natürlich auch ohne Switches und Tastenkappen mit weißem oder dunklem Gehäuse bestellen und direkt seine eigenen Switches und Tastenkappen nutzen. Nur die vormontierte Black and Silver Variante des Keyboards ist aber mit deutschem ISO-Layout. Die Barebone Varianten sind nur mit ANSI-Layout. Das bitte beachten, wenn ihr euch die Tastatur kaufen möchtet. Da die Barebone Version 154 Euro kostet und die fertige ISO-Version nur 24 Euro mehr, würde ich aber schon zur DE-Variante raten. Außer natürlich, ihr möchtet eine erheblich größere Auswahl bei den Tastenkappen haben, dann macht eine ANSI Barebone Variante mehr Sinn, denn Tastenkappen für US-Layouts gibt es logischerweise viel mehr. Was die Anpassbarkeit des Layouts angeht, so kann die M1 V5 mit der freien Software von VR angepasst werden, wenn man zum Beispiel die Home, Page Down, Page Up sowie End-Taste ändern möchte. Passende Tastenkappen für diesen Zweck liegen ebenfalls schon bei. Was ist also unser Fazit zur M1 V5 VR ISO-Tastatur von Akkogear? Unterm Strich ist diese Tastatur die rundum sorglos Paketlösung, um sich in das Rabbit Hole Tastatur-Modding zu begeben. Erfahrene Modder wird es nicht stören, ständig die Tastatur aufzuschrauben, das ist ja Teil des Spaßes. Um die geht es hier auch nicht. Akko zielt hier eher auf Einsteiger, die sich bisher nicht an das Modden getraut haben, ab. Und das ist unserer Meinung nach sehr gut gelungen. D und Montage geht sehr einfach, so dass man sich ohne größere Nervenzusammenbrüche auf das Wesentliche konzentrieren kann. Wenn ihr Interesse an der Tastatur habt, sie ist im Moment im Vorverkauf. Wir verlinken wie immer zur Tastatur in der Beschreibung des Videos. Bei Eingabe des Codes FIERTECH erhaltet ihr 10% Rabatt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Modden. FlexDoc.